Russland hat im Fall Nawalny bislang keine Ermittlungen eingeleitet. Präsident Putin hatte erst am Donnerstag gesagt, er sehe dazu keine Voraussetzungen. Wenn das nicht todernst wäre, es hätte eine schöne Geschichte von ihm sein können. Stoff für einen Agentenroman von John le Carré. Der weltbekannte Schriftsteller wusste genau, wovon er schrieb, denn vor seiner Literaturkarriere hatte er selbst als Geheimdienstler gearbeitet. Jetzt ist der gebürtige Brite im Alter von 89 Jahren gestorben. Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen. Mit seiner Fantasie erschuf er sich bessere Welten. Ein glühender Europäer und Boris Johnson-Hasser, der aus Protest gegen den Brexit schnell noch die irische Staatsbürgerschaft beantragte. Und irgendwie in keine Schublade passt. Für einen Schriftsteller war John le Carré ziemlich oft auf dem roten Teppich zu sehen. Seine Spionage-Thriller immer wieder Vorlage für eine Reihe von Filmen und Serien. Der Meisterspion George Smiley ist seine berühmteste Erfindung. You're just the messenger. Wie in Dame, König, Ass, Spion. Smiley, eine Art Gegenentwurf zu James Bond, mehr gebeutelt als heldenhaft. Sein Faible für Schnüffelei ist kein Zufall. John le Carré ist in den 60ern selbst für den Geheimdienst tätig, als Agent. I find that really fascinating. Was mich am meisten fasziniert hat, Verhöre. Ich habe ziemlich viele gemacht, aber immer auf freundliche Art, eher wie eine Besprechung. Noch während er selbst spioniert, schreibt John le Carré Romane. Der Spion, der aus der Kälte kam, ist 1963 sein Durchbruch. Seine Romanagenten sind keine Helden, wie er selbst auch nicht. Fantasie gepaart mit Selbsterfahrung sind die Zutaten seiner zahlreichen Bestseller. Le Carré ist auch ein politischer Geist mit Sorgen über den Brexit. Sehr besorgt über unseren Mangel an starken Verbündeten und die Ungewissheit über unsere künftige Rolle in der Welt. John le Carré heißt, ganz agententypisch, übrigens in Wahrheit David Cornwell. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Und zu diesem Montag gehört auch noch das. Am Mittag sind die Achtelfinale der Fußball-Champions League ausgelost worden. Die deutschen Mannschaften treffen auf Gegner aus England, Spanien und Italien. Und konkret heißen die Paarungen Leipzig gegen Liverpool, Mönchengladbach gegen Manchester City, Borussia Dortmund muss zum FC Sevilla und Titelverteidiger Bayern München fährt zu Lazio Rom. Außerdem wird auch in der Europa League weitergespielt. Leverkusen tut das bei den Young Boys Bern und Hoffenheim beim norwegischen Club Molde FK. Und dann beschäftigt uns heute noch dieses besondere Fenster. Ein modernes Fenster und außerdem ein Geschenk des Altkanzlers Gerhard Schröder. Sollte eigentlich in die Marktkirche in Hannover eingebaut werden. Die Kirchengemeinde findet es schön und hatte ganz einfach entschieden, dass es genau so eingebaut werden soll. Dagegen klagte der Nachfahr eines Architekten. Das Fenster zerstöre die Optik der Kirche, zu modern und wild, passt angeblich nicht zur Absicht, die der Architekt beim Wiederaufbau der Kirche im Sinn gehabt habe. Aber wer darf eigentlich darüber bestimmen, wie es in der Kirche jetzt aussieht und wie nicht? Sie ist eines der Wahrzeichen von Hannover, steht schlicht und schön in der Altstadt, die Marktkirche. Dieses Fenster, ein Geschenk von Altkanzler Gerhard Schröder, soll die Kirche künftig schmücken, entworfen von dem bekannten Gegenwartskünstler Markus Lüppertz. Doch der Erbe des Architekten klagte, sah das Urheberrecht seines Stiefvaters verletzt. Heute nun das Urteil. Die Klage ist abgewiesen worden, das Fenster darf eingebaut werden. Damit hat sich letztlich das kirchliche Selbstbestimmungsrecht der Marktkirche gegen das Urheberrecht des Architekten durchgesetzt. 1946 war die Marktkirche vom Krieg zerstört worden. Architekt Dieter Oesterlin bekam den Auftrag, sie wieder aufzubauen und entschied sich für eine schlichte Architektur. Er legte die Ziegelsteine im Inneren der Kirche frei und ließ die hohen Fenster mit einfachem Milchglas ausstatten. Die Richter machten deutlich, dass das Bauwerk kein architektonisches Denkmal ist und die Kirche selbst bestimmen darf, wie sie ihre Häuser schmückt. Ich bin total erleichtert und freue mich über dieses differenzierte Urteil und auch sehr quasi fast theologisch begründete Urteil. Also das ist, ich empfinde das als richtungweisend. Eine Glaskunstmanufaktur in Taunusstein wurde bereits beauftragt, das 13 Meter hohe Fenster zu bauen. Der Kläger muss nun entscheiden, ob er in Berufung geht.